Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Liga-Cast der deutschen Age of Empires 3 Liga. Mittlerweile nach wie vor in der zweiten Saison angekommen, spielen wir oder sehen wir jetzt auch ein Spiel in der zweiten Liga, nämlich Kaiser gegen Gönjamin, auch besser bekannt als Joshua. Und an meiner Seite kommentiert das Ganze mit der Feldherr Tobi. Grüß dich. Servus, liebe Zuschauer. Ja. Ja, wir sind auf Prärie, wir haben Franzosen gegen Portugiesen. Und ja, wenn du bereit bist, dann starten wir doch gleich in die Action, oder? Genau, in 3, 2, 1. Und wichtig ist auch noch zu sagen, wir starten gleich mit Prärie, weil leider das erste Match nicht von den beiden aufgezeichnet wurde. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses zweite Match. Franzosen, Portugiesen. Portugal ist ja auch so eine Main-Nation von Joshua, bin ich mal sehr gespannt. Auf Prärie kann man das sicherlich auch super gut boomen. Und Franzosen natürlich die Allrounder schlechthin. Ja, allerdings, da muss ich jetzt widersprechen. Und zwar sind halt die Portugiesen für Prärie keine gute Zivilisation eigentlich. Weil mit Portugiesen hast du ja den Nachteil, dass du dir aus dem Dorf oder aus der Heimatstadt keine Siedler schicken lassen kannst. Das heißt, du hast zwar mehrere Dorfzentren, aber du brauchst immer ein bisschen, bis deine Wirtschaft halt anläuft und kostet halt ziemlich viel nach. Und das Problem ist, dadurch versuchen halt Portugiesen immer entweder auf Wasser, auf einen Wasserboom oder auf die weiterentwickelte Handelsroute zu setzen. Und auf Prärie ist jetzt keins von beiden Optionen, von dem her ist jetzt Prärie keine gute Karten für Portugiesen eigentlich. Ah, okay. Da hat der Franzose immer schon einen Vorteil von sich aus. Verstehe. Ich hätte das jetzt bei den Portugiesen so vom Vorteil her gesehen, weil, wie du gesagt hast, sie ja sehr viel Nahrung brauchen für viele Siedler, dass es halt ordentlich Nahrung gibt und sehr viele Herden auf Prärie, die genutzt werden können und wo man halt dann auch mit den Dorfzentren theoretisch ein bisschen die Map-Control ausbauen könnte. Aber ich gebe dir recht, du hast recht. Also ich habe auch bei Portugiesen, vor allem bei Joshuas Spielweise, sehr viel an den Waterboom gedacht, der jetzt halt in dem Fall nicht möglich ist. Und ja, Handelsrouten gibt es hier halt auch nur 3 Stück. Wo sich jetzt beide gleich auch einen übrigens zu Beginn geholt haben. Der Franzose schickt sich 3 Couriere. Macht der einen 12-10? Er hackt aber noch Holz, das Holz. Das heißt, ihr werdet gleich noch mal ein Haus bauen, gehen wir davon aus. Richtig. Ja. Ja, und ziemlich exakt 100 Holz gehackt. Sehr effizient. Schaut gut aus, ja. Schauen wir mal zu Gönjamin. Ja, da ist auf jeden Fall die Herde schön geschossen bei ihm. Das macht das sehr effizient ebenfalls. Der Speer erkundet fleißig. Ja, also was mir auffällt, ist, dass er sich nichts aus dem ersten schicken lässt. Also normalerweise kommt er dann entweder weiterentwickelte Handelsroute oder Schoner. Ist natürlich auf Prärie, wie wir gesagt, lohnt sich nicht. Natürlich lohnt sich nicht. Ja. Und deswegen ist ja das keine gute Karten und er spart sich das Ding einfach fürs zweite auf. Ja, macht auch auf jeden Fall Sinn, da im zweiten sich dann schnell 2 Sachen hintereinander schicken zu können. Gucken wir mal, was da kommt. Er will sich hier gleich mal noch 30 Nahrung holen, kleiner Schatz. Und was macht Kaiser? Läuft nach oben links. Da gibt es auch einen schönen Schatz, 85 Holz. Aber 2 Banditengewehrschützen. Ja, wenn er einen ausersniped und den anderen im Nahkampf erledigt, dann ja, passt es ganz. Das gut. Macht er auch. Aha. Zack, gleich mal einen Schuss in den Bauch bekommen. Ja, schon witzig zu sehen. Genau, damit sehen wir es jetzt eh schon. Wir haben da jetzt 14 Kuriere für den Kaiser zu 14 Siedler von Gönjamin, also schon deutlich besser in die Wirtschaft von Kaiser und der Age sogar noch schneller. Ja. Also schon mal ganz gut für den Franzosen. Top-Start für den Franzosen. Plus der Holzschatz hier. Er hat jetzt auch schon den Gegner gescoutet. Ja, jetzt haben wir schon 2 Schiffsladungen bei Gönjamin, der immer noch nicht agen kann. Er braucht noch immer 100 Nahrung. Also er braucht fast die gesamte Herde auf für fürs Agen hier. Das eine wird noch gleich leer sein. Ja, wobei ein bisschen bleibt übrig. Jetzt kann er agen. Minute 3,18, 3,19. Oh, er vergisst es gerade, 3,20. Das ist schon echt spät dran. Wenn der Franzose da früh Druck macht, kann er da schon ein bisschen was machen. Ah, ja, jetzt kommen die 80 Nahrung ein bisschen zu spät. Das wäre gut gewesen, um schneller zu agen. Stimmt. Aber das, er kann halt nichts anderes machen. Es ist spät und es ist nicht gut von der Wirtschaft, aber immer noch das Beste eigentlich, was er machen kann. Natürlich. Weil, ja, er absolut. Hat einfach sonst keine Option. So, der Marktplatz wurde interessanterweise sehr hier außen gebaut. Für Sichtweite nicht schlecht. Was ja. Joshua sehr gut macht, er holt sich hier gleich die 2 Herden, schießt die ran, sehr schön. Könnte man eventuell der noch machen. Für den Portugiesen natürlich super, wenn er sich die Herden das schießt, weil wie du ja gesagt hast, brauchen natürlich sehr viel Nahrung, die Portugiesen.
Und ja, wenn er dazu Herden hat, dann hat er reichlich Nahrung für die nächste Zeit auf jeden Fall. Ja. Was denkst du, wird er sich schicken lassen, der Portugiese? Also, ich gehe mal davon aus, man kann als Portugieser schon aggressiv spielen, dass man irgendwie 8 Armbrustschützen als erstes holt, aber dafür aged er ein bisschen zu spät. Ich gehe mal davon aus, dass er dann eher so ein FF macht mit 700 Holz, 700 Holz. Dazu zu machen. Ja. Oder 700 Gold, 700 Holz eher in der Reihenfolge. Wäre wahrscheinlich hilfreich, ja, absolut. Ich glaube, er hat ja schon genau die 300 Gold, die er braucht zum Agen. Das heißt, er Richtig. Muss eigentlich jetzt nur noch Nahrung sammeln. Stimmt. Das könnte ganz gut laufen. Kaiser ist geaged, der wird wahrscheinlich Stall gehen, schätze ich einfach mal. Wäre jetzt so meine Idee, dass man einfach ein bisschen Druck mit den Husaren macht. Er kann mich auch überraschen. Vielleicht überrascht er mich jetzt mit einer Kaserne. Mal gucken. Die Stallfallen kommen auch sofort mit dem Holz. Aha. Er hat jetzt das Holz und der Stall kommt, jawohl. Genau. Also natürlich eine starke Taktik, die er da macht. Er wahrscheinlich halt so ein Husar Semi-FF, irgendwie 5 Husaren und dann auch ins dritte hinterher. Aber halt mit einer stärkeren Wirtschaft als mit der Portugiese. Ja. Weil er halt den Marktplatz mit den mächtigen Upgrades hat. Hier ist noch ein schöner Schatz. 4 Couröre, dann 700 Holz als nächstes. Ja, schaut ganz gut aus eigentlich. Genau, das ist ordentliches Opening. Hier kommen nochmal 120 EP. Jetzt schauen wir mal bei Gönjamin. Gold, dann kommt die Nahrung und dann das Holz. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Weil ihm reicht doch das Gold, dass er agen kann. Und dann würde ich mir doch... Also entweder... Keine Ahnung, dann würde ich mir entweder hier noch was... Irgendwie ein Upgrade holen, was du sowieso irgendwann brauchst. Oder beide Schiffsladungen fürs dritte sparen, oder? Das ist eine Sache, also liebe Zuschauer, ihr habt das Spiel gestern live schon gesehen. Das habe ich mich auch gefragt. Warum zur Hölle lässt das jetzt 700 Nahrung schicken? Ist natürlich eine ziemlich schlechte Schiffsladung, so von Preis-Leistung her, das wissen wir ja. Ja. Und habe mich auch gefragt, warum zur Hölle lässt das jetzt die Nahrung schicken? Und ich denke, der Grund ist, also er wird die Nahrung tatsächlich brauchen, ob man es glaubt oder nicht, weil er wird jetzt dann gleich idle sein im Dorfzentrum, dank die Husaren. Und sonst kann er nicht permanent Siedler ausbilden ohne die Nahrung. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht so recht, aber es macht schon Sinn irgendwo. Okay, okay, verstehe, verstehe. So, er hat jetzt das Gold, ihm fehlt immer noch Nahrung. Ich weiß auch nicht, er ist jetzt halt noch, wieso ist er noch auf Gold gegangen? Ah gut, das sind jetzt nur die, die es einsammeln, aber noch ein bisschen auf Holz. Gut, er hat Häuser gebraucht. Oh, da wollte er gerade einen Stall bauen, dann kommen die Husaren, ja. Und da müssen die Siedler zurückgehen. Jetzt ist die Nahrung tatsächlich da, die er einsammeln kann. Genau, und dadurch kann er halt jetzt agen und gleichzeitig noch Siedler ausbilden. Also ich denke, das war auch der Gedankengang. Ach so, deswegen hat die Nahrung nicht gereicht, weil er natürlich durchgängig aus 2 Dorf zu so einem Siedler ausbilden will. Deswegen muss er jetzt tatsächlich noch Nahrung sammeln, um agen zu können. Ja, ja, verstehe. So, die Dorfzentren schießen natürlich schon ordentlich auf die Husare. Die sind jetzt gerade geslowed. Ne, die sind im defensiven Modus, oder, gewesen? Was? Husare? Können, haben keinen... Oder können wirklich einen defensiven Modus. Ja, dann waren die, das war vielleicht ein Bug, die waren kurz geslowed. Ich glaube, die wollen den Stall einfach einreißen. Vielleicht wegen dem Scout, vielleicht hat er den in der Kontrollgruppe mitgekommen. Ah, das kann sein, ja. So, er schafft auf jeden Fall keinen Siedler, glaube ich, zu töten von Joshua. Also, Joshua managt das gut. Ja, ah, der eine Siedler. Alle Husaren, ein bisschen Idlezeit, aber das war für beide ganz okay eigentlich. Ja, ein Husar ist übrig, genau. Es wird geaged beim Portugiesen. Genau, Exilbrett. Jetzt laufen die also, Siedler gerade so langsam. So, und jetzt wird eben der Stall hier auch gebaut. Haus wird noch gebaut. Der Portugiese hat 600 Holz. Wahrscheinlich will er dann gleich ein drittes Dorf... Ah ne, er bekommt ja ein drittes Dorfzentrum. Er könnte sich noch den Handelsposten in der Mitte holen vielleicht. Ja, wobei, kann der machen, aber sein Kundschafter liegt hier tot. Ich sag mal so, für den Portugiesen wird es jetzt relativ schwierig, weil er einfach immer schon den Nachteil, Wirtschaftsnachteil im Vergleich zum Franzosen hat. Und um den auszugleichen, müsste er jetzt eigentlich aus 3 Dorfzentren permanent produzieren. Der Franzose wird übrigens seinen Kundschafter verlieren. Zum Bauen wird halt schon ziemlich schwierig jetzt für ihn. Er will diesen Schatz hier haben und sein Kundschafter stirbt dabei. Beide Kundschafter liegen jetzt tot. Ne? Er muss jetzt den Siedler schicken, aber die Siedler sind super weit entfernt. Achso, er wartet wahrscheinlich, bis er geaged ist, dann hat er ja seinen Kundschafter wieder. Oh, wenn da jetzt natürlich der Gönjamin schnell schalten würde. Ne, wobei der ist ja nicht. Ne. Der kriegt seinen Kundschafter nicht wieder. 320 EP ist stark. Und vor allem ist jetzt einfach der Franzose auch ziemlich gleich schnell mit dem Portugiesen geaged. Das ist schon mächtig. Ja, die Wirtschaft ist halt einfach so viel stärker, wenn du das mal ausschaust. Hatte der Portugiese von Anfang an keinen Marktplatz? Richtig, ne? Ja.
er hat eine Irzbau, aber halt, ja. Ich meine, er wollte halt das FF so schnell wie möglich durchführen. Ja, verstehe ich aber auch. Aber zum Kosten halt auch von seiner Wirtschaft. Ja, dafür nicht. Kommen jetzt wahrscheinlich gleich die Jagdhunde. Ist ja noch wichtig. Und er schickt sich direkt Dragoner. Ups. So. Jo. Er hat jetzt auch Casadores und Dragoner, also er wird da erstmal sich ganz gut verteidigen können. Jetzt kommen Jagdhunde und Waschgoldmine, ist auch bitter nötig. Ah ja, sehr schön. Das ist jetzt auch wichtig für Map Control, dass er sein Dorfzentrum da oben baut. Da hat er zwei schöne Herden und noch einigermaßen in der Nähe eine Silbermine. Mhm, ist ein gutes Dorfzentrum finden. Genau. Das ist auf jeden Fall stark. Es werden weiter Dragoner gebaut. Punktemäßig, ja, sind sie noch gut beieinander. Also nur ganz knapper Vorsprung für den Franzosen. So, jetzt kommen hier gleich mal Dragoner, die eine Salve von den Casadores bekommen. Mhm. Und Plänkler sind natürlich jetzt auch schon da. Und nicht zu wenige beim Franzosen auch schon, 13 Stück. Ja. Und das wird halt jetzt die Kombo sein, Dragoner und Plänkler. Genau. Wollte ich gerade sagen, also beide sitzen jetzt gerade auf Plänkler und Dragoner. Solange beide die Combo bauen, sind natürlich Dragoner erst einmal nicht so sinnvoll. Aber wenn erstmal ein Nahkampfkampf im Spiel ist, dann natürlich schon. Genau, beim Franzosen haben wir noch zwei Husare. Oh, das sind jetzt viele Plänkler und die werden sich jetzt hier wieder treffen. Ja, es wird geplänkelt. Genau, also zuerst mal ein bisschen plänkeln mit Plänkler und die Kasse dort wird natürlich auch. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, es macht in diesem Match oder in dieser Konstellation auf jeden Fall mehr Sinn, noch ein bisschen stärker auf Plänkler zu gehen, also Casadores oder Plänkler. Solange man ein paar Dragoner in der Hinterhand hat, um Nahkampfkavallerie abzuwehren, weil man kann halt die feindliche Dragoner jetzt auch, wie hier die Plänkler schon machen, schön mit den Plänklern bzw. Casadores rausschießen. Und der Franzose kann hier Druck ausüben, also Joshua muss sich wirklich zurückziehen, aber jetzt hat er halt den Vorteil auch mit seinen Dorfzentren. Ja, das sind jetzt nicht super viele Siedler drinnen, aber so ein bisschen, ja. Wenn halt noch mehr Siedler reingehen, wenn es notwendig wird, sage ich jetzt mal. Oh, Kaiser schickt sich Kanonen. Kanonen. Ui, und Casadores nochmal vom Portugiesen. Der hätte sich jetzt auch mal Orgelkanonen schicken können, aber macht er nicht. Die Dragoner schickt jetzt in den Nahkampf. Weiß nicht, also das ist immer so ein Manöver, das sieht man ewig öfter mal, aber ich finde, das lohnt sich halt nur, wenn man absolut überlegen ist, weil Plänkler haben einen Multiplikator auf Dragoner und deswegen finde ich, das war jetzt auch gut für den Kaiser schlussendlich, ja, weil er fast alle Dragoner verloren hat dabei. Was ich auch nicht ganz verstehe, die machen doch im Nahkampf 13 Schaden und im Fernangriff machen sie 26. Schlagen die dann im Nahkampf schneller? Das weiß ich nicht, aber das hat ja Sinn machen, dass sie im Fernkampf mehr Schaden machen. Weil es eine Fernkampfeinheit ist. Ja, aber bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja. Es wird schon einen Grund haben, wieso man da auch mal in den Nahkampf geht. Ja, um halt die Armee dann zum Verlangsamen. Wahrscheinlich zum Verlangsamen. Aber man opfert schon viel. Also er hat jetzt schon viele Dragoner geopfert dabei. Und jetzt sind da halt zwei Kanonen. Also aktuell sieht die Armee schon für den Franzosen besser aus, muss man sagen. Wie sieht's denn mit den Siedlern aus? 32 zu 29. Ja. Also ich finde die Entscheidung vom Kaiser gerade sehr gut, jetzt auf Kürastiere zu gehen, weil er ja gesehen hat, der hat jetzt einen Haufen Dragoner eigentlich verloren mit dem Manöver. Ja. Und jetzt, ja, möchte er halt auf schwache Kavallerie wechseln. Absolut sinnvoll, gebe ich dir vollkommen recht. Da werden jetzt aber ein paar Dragoner rausgeschossen durch Joshua, das macht er auch gut. Aber die Plänkler mit einer guten Reichweite hier von Kaiser schießen und die... So, die Kanonen kommen langsam. Und die können ja in aller Ruhe aus der Entfernung jetzt da reinschießen. Und Joshua muss sich zurückziehen und dann können die Kanonen halt gleich auf den Stall schießen. Also die Kanonen sind eine super Wahl. Und die Kürassiere gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber jetzt kommen auch schon wieder einige Dragoner bei Gönjamin nach. Und die Orgelkanonen kommen bald auch von Gönjamin. Stimmt, Orgelkanonen sind am Weg. Ja, Falconette ist dann halt besser wie Orgelkanonen, gell? Ja, ja, klar. So, jetzt zieht er sich zurück, der Kai. Die Kanonen waren jetzt ein bisschen in der Hinterhand, die sind nicht nachgezogen. Ja, die kann einfach mal belagern oder so. Das war jetzt ein Fehler, finde ich. Weil da hat er jetzt schon einige Plänkler geopfert irgendwie. Und die Kanonen, die weiß ich nicht, die stehen nur rum, jetzt zieht er sich zurück. Ich weiß nicht, er hätte halt mit den Kanonen jetzt schon einfach... Ja genau, dankeschön, auf den Stall schießen. Ja, perfekt. Das ja genau, das macht er jetzt. Wichtig. Und jetzt sind halt die Orgelkanonen da. Jetzt muss er halt aufpassen, dass er die Orgelkanonen nicht an die Falconette verliert. Da kennen wir jetzt Orgelkanonen, ja, die Plänkler laufen ein bisschen gefährlich dafür. Die schießen da direkt in die Plänkler auch rein, ja. Und dann zückt er sie wieder zurück, trotzdem. Oha, ich meine, mit den Falconetten hätte er dann weiter belagern können eigentlich, aber da traut er sie wahrscheinlich gerade, ne? Ja, hätte auch mit den Falconetten auf die Orgelkanonen schießen können. Ja.
Aber ist die Frage, wie das mit der Sichtweite ist. Er hat jetzt auf jeden Fall auch seine Kürassiere da. Nicht schlecht, wobei, ja doch, es sind gar nicht so viele Dragoner da bei Joshua. Also viele Cazadores. Wenn er da nochmal. Er baut ja auch noch Kürassiere. Wenn er da gleich 10 Kürassiere hat, könnte er da richtig reinrennen und auch die Orgelkanonen vielleicht noch erwischen. Ja, übrigens, Kaiser holt jetzt gerade Kavallerie Kampfkraft, also schon Upgrade. Und grundsätzlich, wenn du mal ins Deck schaust, das ist richtig Upgrade-lastig. Drei Upgrades für Auch Kraft, drei Upgrades oder Textilmühle. zwei Upgrades für Impf, Ja. drei oder drei Wirtschafts-Upgrades, dann Krass. Arsenal und so, also ziemlich Stimmt. Late-Game-orientiert. Ein Siedler stirbt. Ja. Ah, er will ihn jetzt da oben ein bisschen abschneiden. Ja. Wobei, er zieht sich auch wieder zurück. Schauen wir mal kurz noch bei Gönjamin ins Deck. Ist da noch irgendwie Kampfkraft Dragoner? Hat er sich jetzt zum Beispiel noch nicht geschickt? Er hat nur die Kühltechniken dabei. Oh, hier unten auf der Goldmine ist schon der Kaiser gegangen. Okay. Ja, das ist natürlich eine gute Mine, die hat 5000. Nicht schlecht. Richtig, aber da oben hat er die Herden noch ganz gut unter Kontrolle. Irzkim Kampfkraft Dragoner. Okay, Ah ja. aber du siehst schon, also wenn es mir aus der Sicht von Gönjamin ist, er kann kaum Siedler ausbilden, vielleicht mehr als einem Dorfzentrum oder so, Stimmt. weil er einfach keine Nahrung hat, Ja. um gleichzeitig noch das Militär auszubilden. Und dadurch, ja, hat der Kaiser einfach immer so ein bisschen eine stärkere Wirtschaft. Ja, 40 Portugiesensiedler gegen 34 Kuröre. Das ist schon tatsächlich traurig, weil als Portugiese willst du halt schon den Vorteil nutzen, aus drei Dorfzentren eigentlich zu pumpen. Aber dafür geht er halt zu stark auf Gold, weil er das wiederum für seine Armee braucht. Aber ich finde, er könnte schon noch ein bisschen was von Gold auf Nahrung abziehen. Hat er sich die Stahlfallen geholt? Ich gehe mal stark davon aus, ne? Ich schau mal auf den Siedler. Will ich schnell sammeln mit dir? Na, der hat nur Oh, Jagdwaffe. das ist aber ein Fehler. Also die Stahlfallen, das wäre schon absolut wichtig, vor allem für einen Portugiesen, der Ja. ja viel Nahrung braucht. Da gebe ich dir allerdings recht, ja. Das er hat jetzt das Holz. Vielleicht holt er sich's jetzt. Er hätte jetzt das Holz auf jeden Fall für die Stahlfallen. Aber wahrscheinlich doch, ja! Ich Oh, meine, als hätte ich es das war richtig. echt, macht das ja Ja. tatsächlich jetzt. Jetzt noch Ich hab's 15 richtig Minuten predicted. kämen der Stahlfall. Ich meine, er hat da Okay. oben ja noch Herden. Drei Stück. Links, wenn er die noch. Das sind sogar vier. Wenn er zwei, die zwei linken noch ranholen würde, die Seeder, glaube ich, aber. Doch, die Seeder sogar. Die könnt ihr mal langsam ranschießen mit einem Siedler jeweils, dass die mal Ja, an seinem also, Dorfzentrum sind. wenn er die noch unter Kontrolle kriegt, dann lohnt es sich, ja. Dann lohnt sich's, ja, finde ich auch. Er sieht Oh, wahrscheinlich jetzt jetzt auch kommt das aber Problem. Push. Schau dir das an. Ja, aber sehr langsam, weil die Kanonen so langsam sind. Also, gucken wir mal. Was sieht denn der Kaiser? Der Kaiser sieht die Armee nicht. Jetzt geht er langsam nach Norden, aber sehr langsam durch die Kanonen. Das sind die langsamsten Kürassiere ever. Absolut. So, die Das Siedler sind müssen voll die jetzt mal. Kürassiere, schau, das ist ja 14 Kürassiere mit Oh, 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 Kampfkraft. oh, oh, die Siedler. Hallo, hallo, hallo. Ja, doch. Kommen gerade noch so rein. So, da sind halt die Orgelkanonen viel zu weit vorne. Die werden direkt Echt? fokussiert. Ne, weiß nicht. Also. Die sind Oh, sofort down, die Kaiser! Orgelkanonen. Ja, aber die Armee von Gönjamin schießt wenigstens. Ja. Die Armee von Gönjamin wird den Fight, denke ich, auch gewinnen. Einfach daher, weil die hat die ganzen Kürassiere mit Dragonern schön gefokust. Die Kürassiere sind alle auf die Dragoner, also das Kurzpositioning von Gönjamin, Ja. ne? Und, schau mal, rechts schießen die Cazadores schön aufs Falconett und das Dorfzentrum weiß ich nicht genau. Das schießt, ah ja, 90 maximaler Schaden vom Dorfzentrum. Ja, also Gönjamin kriegt das richtig gut abgewehrt. Er müsste jetzt. Ja, und die Dragoner gehen in den Nahkampf, oder? Nee, sie schießen einfach, reicht auch. Damit sind die Falkonette down und Ja. Kaiser verliert seine ganze Armee und Gönjamin hat noch ein bisschen was übrig. Also, das war ein guter Fight für Gönjamin. Definitiv, Nicht ja. Also, schlecht. der war sehr gut. Der Kaiser verliert die komplette Armee jetzt in dem Fall. Ja, und Gönjamin macht jetzt natürlich Druck, oder? Ja. Der kann da auf jeden Fall mal vorrücken. Aber jetzt kommen halt wieder Kürassiere, da muss er jetzt aufpassen. Er hat fünf Dragoner dagegen. Kaiser holt sich jetzt noch Lebenspunkte Nahkampfkavallerie. Gut für seine Kürassiere. Noch mehr Upgrades, wow, super schon. Gönjamin. Boah, er hat alle geschossen und der Kurier lebt noch mit fünf Lebenspunkten. Jetzt ist er erst tot. Das juckt den Kurier gar nicht, wenn er abgeschossen wird. Ja. So, Jetzt jetzt ist hat er down. Gönjamin wieder ein bisschen mehr Nahrung, dass er drei Siedler und Armee bauen kann. Er hat jetzt 44 Siedler. So, und jetzt kann er halt pushen und die Kuröre sammeln in der Zeit nichts. Sie müssen sich hier zurückziehen. Ja, so ist jetzt eigentlich das erste Mal gut von Gönjamin eigentlich. Nach Ja. dem guten Kampf, jetzt kann er Aber selber mal jetzt zieht Druck er sich ausüben. zurück. Er will die Häuser einreißen. Ah, weiß ich nicht. Vielleicht traut er sich einfach. Ich meine, er hat richtig wenig Antikraft da, gell? Ja, du hast schon recht. Da vielleicht. Aber jetzt hat er noch mal ein paar Dragoner nachgeschickt. Also, er darf halt jetzt nicht.
Ja, wobei, da sind jetzt schon viele Kürassiere wieder. Und das sind Pikiniere. Warte mal, woher sind die Pikiniere gekommen? Er baut Pikiniere? Gegen die Dragone? Ja, er baut Pikiniere. Aber macht das Sinn? Ich meine, die können die doch ein bisschen rausschießen. Auch vor allem die Cazadores können das doch machen. Also ich verstehe schon den Gedankengang wahrscheinlich, dass er halt mit Kürassiere halt den Nahkampf sozusagen erzwingt und dann die Pikiniere einem Nahkampf kämpfen können. Aber trotzdem fand ich Plänkler einfach besser, weil ja. Plänkler hat einen alles Content, was können ja ihn bauen. Er holt sich jetzt das Veteran-Pikinier-Upgrade sogar. Okay, der will ja, richtig auf Pikiniere gehen. Ich weiß, also ich meine, interessante Entscheidung. Ja. Mal schauen, ob sie sich lohnt. Ich bin auch gespannt. Mal schauen, wie die kämpfen werden, die Pikiniere, wenn sie gleich Veteranen sind. Schau mal, er macht das auch ziemlich gut getimed. Er will jetzt gleich angreifen, sobald das Veteranen-Upgrade da ist. Ja. Jetzt will er ein... Oh, das sind halt viele Kürassiere und jetzt muss Gonyamin gut micron, dass er seine Cazadores nicht verliert. Ich kann 10 Kürassiere. Ah, ach so, ja klar. Und jetzt verstehe ich auch die Pikiniere, weil wenn die Dragoner Meat-Shield machen, können die Pikiniere in die Dragoner reinlaufen. Also ja, schon genau. Clever. Ja. Also, uiuiui, da wird jetzt Gönjamin einiges verlieren, denke ich mal. Die Pikiniere sind nicht so schlecht in der Situation. Ja. Boah, die Cazadores gehen down, werden weggeschnetzelt. Eieieiei. Alle tot, die gesamte Armee von Joshua innerhalb von wenigen Sekunden einfach ausgelöscht. Und da steht halt noch Armee von Kaiser. Also so gut wie für Gönjamin der erste Fight war. So schlecht war jetzt der zweite Fight. Also, das war echt clever mit den Pikinieren. Respekt, hätte ich jetzt gar nicht so schnell dran gedacht, aber macht schon Sinn mit dem Meat-Shield, den er damit umgeht. Ja, interessant. Also, ich glaube, Plänkler hätten es auch da in der Situation. Also, ihr hättet auf Plänkler gesetzt, Plänkler mit Kürassiere. Aber es funktioniert, ja. Er baut noch mehr von den Pikinieren. Ja. Er braucht aber auch wieder ein bisschen mehr Nahrung, glaube ich. Der Franzose, er hat ganz gutes Gold. Aber er hat hier auch noch immer eine Herde und hier unten auch. Ja. Also noch hat er genug. Und schau mal, Joshua hier links hat jetzt auch seine 3 Herden noch. Also herdentechnisch sieht es auch noch für Joshua gut aus. Ah, da wird jetzt der Kundschafter getötet. Alle gegen einen. Der arme Junge. Joshua baut übrigens auch 2 Außenposten. Finde ich gut, um die Herde abzusichern. Ja, im Norden. Das ist eigentlich sein einziger Schwachpunkt, wenn Kaiser... das Sekt, dass er das sammelt, dann werde er da auf jeden Fall Druck ausüben und deswegen würde die Außenposten eigentlich echt gut. Wenn er hinschauen würde, dann würde er es sehen, weil da liegen auch tote Bisons herum. Da könnte er mal mit ein paar Kürassieren hinlaufen, um mal die Sache zu scouten und vielleicht Siedler zu schnetzeln. Ja. Ja, man sieht so auch die Aufteilung. Also ich glaube, Kaiser wird... Er sammelt sogar oben bei der Gabelbockherde noch, anstatt. Also er hält sich noch die letzten 2 so ein bisschen für sich auf. Das sammelt er zwar auch schon mit Kurören. Ich denke, Joshua wird etwas länger noch durchhalten, was die Nahrung oben links angeht. Er könnte auch noch die Herde ganz links. Ja, schau mal, die holt er sich jetzt sogar. Oh, wenn er Pech hat, schießt er die weg, wenn er da gerade nicht hinschaut. Wenn er einen Befehl gegeben hat. Nee, ja, genau. Das kenne ich. Du gibst den Befehl und du schaust weg und dann läuft dieser Gabelbock plötzlich nach links und dann schießt du nicht mehr hinter ihm. Sondern dann schießt du die Herde weg. Das ist richtig unglücklich jedes Mal. Das kann ich mir echt mal vorstellen. Ja. Schau mal, hat er echt eine riesen Masse, der Kaiser. 22 Veteran-Pikiniere und 17 Kürassiere. 17 Kürassiere? Oh. Ja, die Kürassiere sind halt richtig stark. Das ist halt Wahnsinn, ja. Also die Armee von Gönjamin ist ja nichts im Vergleich zu dem. Er hat auch viel weniger. Also 138 Bevölkerung beim Franzosen, er ist gleich poppt. Hat 44 Kuröre. Gut, Gönjamin hat 61 Siedler, also 20 mehr. Fast... Aber nur 117 Bevölkerung, also er hat eine viel kleinere Armee, was die Bevölkerung angeht. Damit ist der Franzose genau richtig in dem Moment anzugreifen, weil er jetzt die deutlich größere Armee hat. Vor allem mit seinen Pikinieren kann er ja richtig gut einreißen. Also wenn du mal an die Sache rangehst. Das darf man nicht vergessen, ja. Dann ist das ein super Vorteil eigentlich. Der reißt jetzt hier diesen Außenposten einfach mal ein. Es ist schon auf jeden Fall wichtig, dass Joshua da schon ein bisschen schießt. So, aber jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's richtig gefährlich. Der Fight. Eine Nahkampfarmee von Franzosen. Da bräuchte er eigentlich. Boah. Also, Bob Plänkler hat die halt schon bauen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie der Fight ausgeht. Joshua macht das noch ganz gut. Die Pikiniere kommen noch nicht so richtig an die Kaff ran. Aber die Plänkler, dafür sind die Cazadores jetzt auch schon ein bisschen down gegangen durch die Pikiniere. So, jetzt kommen sie halt durch so langsam. Und jetzt kommen noch mehr Kürassiere. Es ist schon ein spannender Kampf, weil Minutemen sind auch dabei. Ja. Knapper, spannender Kampf, der eher für Kaiser ausgeht, würde ich sagen. Ja, wenn die Nahkämpfe erstmal am Fleisch sind, weil, ich meine, alle Einheiten von Gönjamin haben Fernkampfresistenz, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, ja, ich finde, der Kampf ist...
Ah, es ist ziemlich ausgeglichen, aber wenn er jetzt alle Dragoner noch schnetzeln kann, ist es auf jeden Fall wieder gut für den Kaiser natürlich. Bei welcher Zeit bist du gerade? 120:30. Gut, dann warte ich mal bei 48. Mhm. Kurz. Ah ja, okay. Ja, okay. Kaiser hat den Kampf gewonnen. Ja. hat die Dragoner noch geschnetzelt. Und Gönjamin schickt sich jetzt 6 Musketiere. Oh, aus dem Zweiten. Also, er hat nichts mehr. Er könnte sich noch Kühltechniken schicken. Ja klar, mit 220 Zieler auf Nahrung, Kühltechniken. Ich glaube auch, dass Kühltechniken Sinn machen würden, absolut. Das wäre super. Ja. Er baut sogar oben, hat einen kleinen Wall gebaut, clever. Genau. So, du sagst, wenn du bei 48 bist. Ja, bin sogar schon weiter, ich hab's vergessen. Ich mach mal bei 220 Pause. Ja, oh, ich warte ja, extra. Super, ne? Jedes Mal. Ja, ich war gerade so gebannt. So gebannt. So, da greift der Kaiser direkt die Siedler hier auch wieder an. Und das ist halt jetzt bitter. Die ganzen Siedler müssen sich zurückziehen. Die werden alle idle. Sind alle jetzt im Dorfzentrum drin. Jetzt der Außenposten kann jetzt final noch vernichtet werden. Gut, dort ist jetzt kaum noch eine Herde. Es sind noch 2 Herdentiere. Die anderen, die haben noch einen Außenposten. Deswegen läuft es ganz gut. Die Musketiere kommen jetzt gleich. Ich bin jetzt bei 20, 21, 22. Ach, ich bin erst so. Ja, ja, dann bin ich ein bisschen hinten. Aber ja, du hast doch gesagt bei 22. Ja, ja, von der Minuten. Ach so, ich dachte von den Sekunden. Das läuft ja, super. Ich bin jetzt bei 22. Okay. Jetzt wird auf jeden Fall jetzt hier der Außenposten links auch angegriffen und eingerissen. Es kommen immer mehr Kürassiere nach. Ja, schwierig jetzt. Es ist ja schon natürlich der Gönjamin sehr gut unter Druck auf jeden Fall. Also grundsätzlich muss ich schon mal sagen, ich finde es gut, dass Kaiser so stark auf Kürassiere geht. Ich bin ein großer Fan von der Nahkampfkavallerie und Dragoner hatten ja eigentlich nichts bringen in der Situation. Also das finde ich schon ein guter Kaiser hat 2000 Nahrung gerade gestackt. Ja, krass. Ja, ein bisschen Missmarkroot gerade. Ja, oder er will, hat er noch, er kann sich noch 1000 Gold schicken, er könnte H4 gehen. Ach so, du meinst, Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, es ist gerade ein bisschen Missmarkroot. Das kann aber auch sein. Er baut ein zweites Dorfzentrum übrigens. Wo denn? Ja, relativ nah an seiner mittig. Base, erstaunlicherweise. Ja. Ja eben, eigentlich nirgendwo zu einer Herde hin. Er hätte unten im Süden, da ist noch eine Herde, noch hinbauen können oder so, aber ja. So, die Dragoner versuchen jetzt die Kürassiere ein bisschen zu vertreiben. Das macht jetzt wiederum Joshua sehr stark. Also jetzt kann er auf jeden Fall die Armee hier wieder abwehren. Ja. Und Kaiser muss sich zurückziehen, ist auch ein bisschen geslowed. Also jetzt genau, zieht er sich hier zurück. Jetzt kommen die Kühltechniken bei Kaiser. Und bei Gönjamin sind die halt noch nicht da. Das ist halt bitter. Ja, was halt noch viel bitterer ist, Gönjamin bildet eigentlich fast nie Siedler aus. Der ist immer noch bei 60. 60, ja, ja. Schon bei vorher 5 Minuten oder so. Ah, er hat da oben halt noch Herden. Er braucht mehr Nahrung. Er muss da schnell rankommen. Der Franzose hat bald keine Nahrung mehr. Er hat nur noch diese südliche Herde, die da ganz unten ist. Doch, die sieht er auf jeden Fall. Okay, jetzt hat er auf jeden Fall wieder, Joshua eine gewisse Kontrolle übernommen. Wobei stimmt, die Armee ja, schon wieder gesammelt. Und ein drittes Dorf sind noch, aber jetzt auch links oben. Also auch nicht direkt an einer Mine, sondern so mittig irgendwie. Ha, aber er bricht's ab, er läuft mit dem. Er läuft mit dem weg, das war wohl ein Fehler. Gönjamin holt sich jetzt Schießpulver-Infanterie-Upgrade aus der Heimatstadt. Ja, warum nicht? Ich weiß, die Kühltechniken machen einen so gut für den Portugiesen eigentlich. Verstehe ich auch nicht. Ich hätte ja gerne gesehen, dass er das mal geschickt hätte. Aber gut, ich meine, mehr Angriff für Castador ist jetzt nicht das Schlimmste. Gut, er hat nur 13 Castador, aber... Naja. Ja, ich glaube, die Kühltechniken wären schon sinnvoller gewesen. Hä, ja. Wo will denn der jetzt hin? Der läuft hier nach Süden? Ah, er braucht Gold. Oh, oh. Das wird jetzt eine interessante Überraschung für Gönjamin. Er läuft zu der Herde im Süden. Zu der Mine im Süden. Ui, das sind aber viele Couröre. Ups. und jetzt können da gar nicht so viel. Jetzt zieht er sich wieder mit allen Zielern zurück. Das ist so richtig bitter. Idle ja, Time und er hat kein Gold. Ja, jetzt muss er eigentlich wohl das Sack mit der ganzen Armee hier rennen, oder? Macht er ja, auch. Ja, macht er. Mhm. Aber natürlich, wobei, hat das Kaiser nicht gesehen? Der läuft nicht direkt mit der ganzen Armee hin. Ich glaube, er hat's nicht gesehen. Der sammelt in seiner Base hier richtig Armee und er baut jetzt auch noch ein Arsenal. Jetzt will er richtig loslegen. Ja, hat aber Glück, dass jetzt das Dorfzentrum steht, weil so können die Kurore alle eigentlich evakuiert werden. Ja. Die Dragoner kratzen dich ja nicht einmal. Die kriegen einen, die kriegen nicht, kriegen die den einen? Ne, die kriegen nicht mal den einen Kurör, wie bitter ist das?
Ja, Couriere halt, gell? Ja, die halten halt so viel aus. Der schickt die sogar wieder raus, jetzt wo er pusht, der Franzose. Ja, zum Tanken. Genau, weil jetzt will er halt pushen. Jetzt hat er halt schon wieder eine ordentliche Armee. Er will natürlich slowen und die Pikiniere kommen hinterher, genau. Also Joshua muss halt dringend hinter sein Tor, das ist ganz gut, dass er den Wall baut, ja. Weil sonst hätte er jetzt ein massives Problem. Er muss schnell hinter den Wall, er verliert halt schon fast alle Dragoner, tatsächlich. Ja, ja. Und jetzt kann er halt schießen hinter dem Wall, aber jetzt wird sich der Franzose einfach zurückziehen. Oder er reißt den Wall ein. Er verliert dabei jetzt aber sehr viel, durch die Fernkämpfer natürlich. Ja, ich glaube nicht, dass er das machen kann. Aber ein super spannendes Match auf jeden Fall, liebe Zuschauer. Es macht super Spaß, das hier zu sehen. Aber es fehlt so ein bisschen die Wirtschaft beim Portugiesen. Da ist die schon beim Franzosen einfach relativ stark. Klar, er hat ja, 60 Couriere zu 68 Siedler, das ist halt schon stark. Und dann hat er noch so Sachen wie Kühltechniken etc. und so. Ja, er hat halt auch mehr Upgrades einfach, ne? Genau. Selbst das eine Gold-Upgrade hat er schon aus der Heimatstadt. Ihm fehlen nur noch die Textilmühle. Aber die lohnt sich halt erst, wenn er dann auch wirklich auf Plantagen geht. Er hat sogar in der Mitte noch die Münzen da weggehackt mit drei Couriere. Also er hat alles genutzt, was es ging. Und hat jetzt halt oben links noch die Mine, die ist auch gleich weg. Jetzt hat er gleich ein Goldproblem. Also er muss jetzt sogar auf Plantagen gehen. Er holt sich jetzt sogar Wirtschaftstheorie. Nochmal ja, Wirtschafts-Upgrade. Ja, aber was soll er sich sonst holen? Er könnte noch ein Plänkel-Upgrade holen, aber ja, ist schon in Ordnung. Auf jeden Fall. Bei 61 Couriere lohnt sich Wirtschaftstheorie richtig. Es sind ja praktisch 6 Couriere zusätzlich. Ja, absolut, absolut. Schon nicht das schlecht. Ist schon stark. Schauen wir mal kurz rüber zu Joshua. 68 Siedler. Er baut gerade einen Siedler im Queue, ne? Schwierig. Also, kein Gold, gell? Also er muss jetzt auf die ganz, ganz teuren Gutshöfe setzen. Und Kaiser kann ja die ganzen Minen eigentlich sogar, die alle in der Mitte sind, oder aber sind alle unter Kontrolle gerissen? Die waren ja schon, die sind alle schon weg. Ja, aber ich meine, das ist ja lauter Gold, das er zusätzlich hacken können hat im Vergleich zum Gold. Richtig, richtig. Und er hat sogar immer noch die Goldmine unten und die ist jetzt auch gleich weg. Also jetzt muss Kaiser auch auf Gutshöfe gehen. Ja. Macht er? Ja, macht er auch schon. Und er holt sich das Upgrade für den Kunstdünger jetzt auch. Also beide gehen jetzt drauf. Ich meine, der einzige Vorteil bei Joshua ist, er muss eigentlich noch nicht auf Mühlen gehen. Trotzdem macht er das schon. Er hat da noch ordentlich was. Er muss das halt absichern. Aber Kaiser will ihn das nicht absichern lassen. Ja, da kommt schon wieder... Aber mit Plänklern vor allem. Das halt ist unglücklich, weil der Joshua kann halt in die Plänkler nicht reinlaufen. Er hat zu wenig Kassadores. Also das läuft jetzt schon gut für Kaiser... Und die Dragoner kann er da auch nicht reinschicken. Also so eine Masse an Plänklern ist halt jetzt super gegen die Armee von Joshua. Ja, ich finde also die Armeekomposition von Kaiser, das macht er schon immer ziemlich gut. Er weiß, was er braucht. Ja. Er hat halt einfach auch die größere Armee, die größere Bevölkerung. Die haben jetzt fast gleich viele Siedler bzw. Couriere und das ist halt traurig, weil die Couriere halt viel mehr sammeln. Ja. Und er bildet halt aus drei Dorfzentren Couriere. Das ist halt richtig stark, ja. 70 Couriere, was für eine Wirtschaft dahinter ist. Die Buchhaltung kommt jetzt. Also das wird jetzt auch wieder so ein kleiner Fight, der gut lief, aber er will nicht alles verlieren oder reinpushen, sondern er baut lieber seine Wirtschaft aus, weil der Franzose kann sich alle Zeit der Welt lassen, er hat die bessere Wirtschaft einfach. Der kann das Spiel in die Länge ziehen, weil das läuft umso besser. Er kann sich die Arsenal-Upgrades holen. Er kann zu viel machen. Er könnte jetzt fast mal auf Kanonen noch gehen, theoretisch, wenn er angreifen wollen würde. Er hat gerade Hellebardiere ausgebildet, einen einzigen Hellebardier. Vielleicht war das ein Missklick. Das kann sein. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also dadurch, dass er ja sein Deck sozusagen designt hat, aufs lange Spiel zum Gehen, macht er das logischerweise. Ja, ich meine, die Textilmühlen kann er sich als nächstes holen. Und dann lohnt es sich jetzt halt auch, hier auf die Gutshöfe zu gehen mit 20 Kurören dann. Er baut jetzt hier auch einen kleinen Wall, schön mittig. Ja, Joshua steht ungünstig da. Joshua hat jetzt, glaube ich, auch schon zu viel Angst, noch auf diese Herdentiere zu gehen. Da ist noch so viel Nahrung, die er holen kann. Das sind bestimmt noch so 2.000, 3.000, 4.000 Nahrung oder so. 2.000, 3.000 vielleicht? Da unten, nee, bestimmt 4.000. Aber er will, er hat Angst, glaube ich, dass die Armee da kommt. Ich meine, er sieht es ja nicht. Wir können mal kurz gucken. Er hat halt keine Ahnung, wo die Armee steht. Genauso Kaiser ebenfalls Schwierigkeiten. Also spannend. Trotzdem nur mal als kurzen Wirtschaftsvergleich, damit sie 6 Level zuschauen, wie krass das eigentlich wirklich ist. Ich meine, der Unterschied Couriere-Siedler ist klar, der existiert natürlich, aber das ist bei Weiben nicht das, was da jetzt gerade ist, weil wenn du mal beim Gönjamin auf den Müller schaust, der Siedler sammelt 0,77 Nahrung pro Sekunde.
Ein Siedler vom Kaiser auf der Mühle sammelt das Doppelte, 1,47 Nahrung pro Sekunde. Wow. Weil er einfach so viel abgrenzt hat. Und am Gönjamin dem fällt sogar noch Ding. Wie heißt das? Das Saarteil da, die Verbesserung in der Mühle. Die zweite Verbesserung Nahrung. Wahrscheinlich, ja, ne? Ja, genau. Ja. Also wirtschaftlich sieht es halt jetzt schon richtig krass stark für den Franzosen aus. Das ist halt schwierig für den Portugiesen dann sowas noch irgendwie aufzuholen. Also keine Ahnung, da braucht er einfach richtig überraschend gute Kämpfe. Und er hat halt einfach jetzt nicht die bessere Armeekomposition. Weil der Franzose kann das jetzt alles countern. Aktuell könnte er alles da nur mit Plänklern countern. Ja, stimmt. Also ist die Frage, ob man als Portugiese einfach nochmal irgendwas Überraschendes versucht. Keine Ahnung. Ich meine, er hat leider nicht die Ressourcen, aber er könnte trotzdem überlegen, ob er auf Kanonen geht. Ich weiß es nicht. Ja, schwierig, weil er ist schon so weit hinten. Er braucht sowieso irgendeinen extrem guten Kampf, dass er dann noch was. Der Franzose geht jetzt aber auf die Geschützgießerei. Ja. Er kann sich halt leisten, er kann sich jetzt alles leisten. Er hat 1300 Nahrung, jetzt kommt die Textilmühle, er geht ins vierte Age, der Kaiser. Also ich sag mal so, jetzt müsste dieses bis dahin sehr spannende Spiel, auch mit den Kämpfen, vorbei sein aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was aufgeholt werden kann für den Portugiesen. Setzt einfach nur auf Upgrades. Er holt sich sogar den scheiß Indianerposten, holt sich da irgendwie ein Kaff-Upgrade oder so. Also, ihr habt dann Upgrades scheinbar extrem wichtig. Und ja, geht jetzt erstmal entspannt ins vierte. Und der Joshua muss auf einen guten Kampf hoffen, aber der kommt nicht, weil Kaiser einfach nicht angreift. Ja, muss er ja auch nicht. Ich meine, Kaiser kann in aller Ruhe ins vierte gehen. Ja. Er hat 80, er hat das Maximum an Couröhren, liebe Zuschauer. 80 Couröhre. Er hat das Maximum an Bevölkerung gerade, weil er noch Häuser bauen muss. Also er kann jetzt nur noch Upgrades holen. Er könnte jetzt auch einfach sparen und einfach nur Ressourcen sammeln und gleich ins fünfte gehen. Ja, gut, er wird natürlich erstmal seine Armee upgraden im vierten. Das macht man natürlich schon. Ja. Aber stell dir mal vor, die Kürassiere noch upgradet im vierten. Plänkler noch upgradet. Schau mal, was jetzt kommt. Canyon Jagdgründe. Vom Kaiser, aber der hat auch keinen Indianerposten, oder? Doch, der hat einen Indianerposten. Welchen? Ja, so den westlichsten. Ach, den westlichsten. Boah, das war doch jetzt, was ist denn das? Ah ja, er kriegt Bisons, wie krass ist das denn? Ja, ich meine, jetzt ist das eigentlich auch schon egal, aber ja, er kriegt Bisons. Ja, ich meine, das ist trotzdem nochmal ein Boost, also wow. Oder? Eigentlich kann Joshua jetzt gleich aufgeben, wenn er sieht, oh shit, der ist auch noch S4. Ich meine, wir haben 13.000 Punkte Unterschied. Die Pikiniere gehen da alleine schon hin. Ich glaube, der will die Pikiniere verlieren, weil er sie gerade nicht mehr braucht, weil die nicht mehr so gut sind wie H4-Einheiten. Stimmt, er opfert die einfach. Dann opfert er sie ein bisschen und will ein bisschen was einreißen und lockt vielleicht auch noch die am. Ja, schau mal, ja, genau, er will die wirklich opfern. Er will die echt opfern. Geil. Oh, jetzt kommt das Voltigeur-Upgrade. Ich hätte lieber erst die Kürassier Gendarme-Upgrade gesehen, aber gut, Voltigeure sind natürlich auch mächtig. Ja, er hat auch super viel Plänkler. Ich meine, die Plänkler countern ja diese Armee. Die countern die Dragoner, die countern die Casadores. Ja. So, jetzt wird es nur einen kleinen Fight geben. Joshuas verzweifelter Angriff, bevor die Upgrades kommen wahrscheinlich. Ja, aber ich weiß nicht, Joshua hat ja 8 Armbrustschützen statt Kühltechniken schicken lassen. Das sind also kleine Entscheidungen, das nicht besser machen. Ja, jetzt kommen die Kühltechniken. Diese Kühltechniken, lieber Joshua, du wirst es dir hoffentlich, also könnt ihr mir vorstellen, dass du es dir vielleicht anschaust. Aber die Kühltechniken deutlich früher, das hätte nochmal einiges mehr gebracht, denke ich. Oh, und die Kürassiere reiten gerade so langsam wieder. Also Joshua hat auf jeden Fall die Zeit, um ein bisschen seine Casadores in Sicherheit zu bringen, aber auch nicht so vollständig. Warum sind die so langsam? Ja, die waren wahrscheinlich wieder in irgendeiner Befehlsgruppe dabei oder so, ich weiß es nicht. Aber ja. jetzt geht er halt einfach mit die Kürassiere drauf. Er geht halt voll auf die Dragoner drauf, so ein bisschen auch, um die wegzuhaben, und jetzt kann er richtig in die Casadores rein. Alter, schau dir das an. Schau dir das an, wie die alle sterben, wow. Ja, wir haben 14.000 Punkte mehr für den Franzosen. Also starkes Game von Kaiser, aber ich sag mal so, bis Minute 20, 25 war es super knapp auch. Also es waren knappe Fights, es war sehr interessant, aber es hat sich halt in der Spirale einfach wirtschaftlich immer mehr für den Franzosen entschieden. Ja, von Anfang an einfach. Also liegt halt natürlich auch an der Karten, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, aber Kaiser hat das natürlich auch sehr gut gespielt. Ja, absolut. Da werden jetzt nochmal schön Casadores einfach geschnetzelt. Das sieht man natürlich immer her. Jetzt kommen sogar nochmal die Minutemen, der Last Stand von Gönjamin.
Und damit ist es vorbei und wir schauen in die Statistik rein. Oh mein Gott, wir haben 20.000 mehr Ressourcen für den Franzosen. 20.000. Wir haben... trotzdem hat der Franzose nur 7 Militäreinheiten mehr gehabt. Der hat halt den ganzen Rest in Upgrades gesteckt. Mhm, stimmt. Also der hat super viel in Upgrades investiert. Zeigt mehr Weiterentwicklungen. Er hat auch 55 mehr Kills gemacht. Ja. Weiterentwicklungen, stimmt. Da hat er 5.000 Ressourcen reingesteckt. Also mehr als Gönjamin fast. Mhm. Schauen wir mal auf die Zeitlinie. Kurz einmal die Bevölkerung Dorfbewohner. Ja, das ist so bitter. Der war so nah immer am Portugiesen dran. Jetzt, das Wichtigste ist jetzt hier mal zu sehen, die Rohstoffsammelrate. Der Franzose war halt durchgängig über dem Portugiesen. Es gab mal einen Moment, wo sie beieinander waren, bei Minute 20:38. Wahrscheinlich ist, ja, weiß nicht, warum da gar nicht mehr Boost war, aber ja, stimmt. Ja, und danach ging es richtig abgeflacht nur weiter bei Gönjamin. Und bei Kaiser... Wahrscheinlich ist auf künstliche Ressourcen. Kann der Zeitpunkt gewinnt sein, oder? Ja. Das wäre möglich. Jetzt schauen wir nochmal auf Bevölkerung, Militäreinheiten. Ich meine, am Anfang, die Fights waren echt spannend. Also wenn man das mal so sieht, vor allem hier dieser Fight, Minute 15, 19, da hat der Herr Franzose ja richtig viel verloren gehabt. Der hatte nichts mehr. Der Portugiese hat versucht, ein bisschen nachzusetzen, aber hat er dann, glaube ich, so nicht voll reingetraut. Danach hat dann aber, dann kam, glaube ich, die Pikiniere, oder war das da schon? Ich bin mir nicht sicher. Da, ja, doch. Ich glaube schon. Ja. Dann hat da der Gönjamin natürlich wieder super viel verloren, musste sich zurückziehen. Dadurch hatte der Franzose wieder die größere Armee und konnte nochmal dem Gönjamin viel vernichten. Also Gönjamin hatte zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr. Der Franzose auch noch immerhin über 20 Einheiten. Und danach wurde es schon immer eindeutiger für den Franzosen. Aber ich sag mal, bis dahin, diese Fights am Anfang waren noch super interessant und spannend auf jeden Fall. Ah, absolut. Schön Spiel. Genau. Ein wunderschönes Spiel, ein wunderschöner Liga-Cast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass wir das erste Game nicht gesehen haben. Aber jetzt der Vollständigkeit halber geben wir euch dann trotzdem die Info, dass auch das erste Game an Kaiser ging. Und damit hat Kaiser souverän dieses Spiel hier in Liga 2 mit 3 Punkten für sich geholt, dieses Duell. Und hat hier den Gönjamin besiegt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Zuschauer. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einem weiteren Liga-Cast oder bei einem Multiplayer-Spiel von mir, einem Livestream. Oder vielleicht Age of Empires 2 oder 4. Gibt's ja auch noch. Schaut einfach mal vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiedersehen. Jo, servus.